Das Warten hat ein Ende. Die neue Staffel Violetta ist da. Hallo! Und diese Staffel ist ganz anders. Hier 10 Infos für euch über die spannende neue Staffel Violetta. Nummer 1. Viele Episoden finden in Barcelona statt. Die Stars hatten das Glück, in wunderschönen Locations drehen zu können. Estamos grabando junto al hermoso Arco del Triunfo. La Sagrada Familia. Nosotros estamos grabando enfrente. No lo podemos creer, es una gran oportunidad. Acción. Leon, warte, es tut mir wirklich Bevor leid. Bevor du für alle eine Entscheidung triffst, hättest du mit mir reden müssen. Nummer 2. Die allererste Szene, die gedreht wurde, war mit Francesca. Me tocó abrir oficialmente la grabación de Violetta 3, porque fui la primera, me tocó justo la primera escena. Acción. Tuve que volver a entrar en el personaje de Francesca después de tanto tiempo. Ich kann nicht fassen, dass ich das wirklich erlebe. Nummer 3. Wisst ihr, an welchem Ort jede Staffel von Violetta anfängt? In einem Flughafen. Hallo. Diese Staffel fängt genauso an. Allerdings handelt es sich diesmal nicht um einen richtigen Flughafen, sondern um eine Konzertbühne. Nummer 4. In dieser Staffel gibt es 2 neue Charaktere, die das Leben von Violetta kompliziert machen werden. Wer bist du? Ich heiße Alex. Él se llama Damián, es un chico francés y ya le dimos un apodo. Mis compañeros me llaman Frenchy, bueno, porque soy francés. Yo soy Macarena, soy la nueva integrante del elenco de Violetta. Sie suchen hier jemanden, der administrative Aufgaben übernimmt? Ja, richtig. Le damos un aplauso a Macarena, que se incorpora en el... Und wer ist das? Sie kommt mir bekannt vor. Nummer 5. Es gibt noch einen neuen wichtigen Charakter. Priscilla, die Mutter von Ludmilla. Este es el estudio. Que yo no lo conocía. Denkst du, es gibt Zufälle? Nein, ich glaube nicht an Zufälle, sondern an das Schicksal. Nummer 6. Die Songs werden nicht am Set aufgenommen, sondern in einem Tonstudio. Me encuentro acá en mi segunda casa, puedo decir, porque ya estamos viviendo acá. Por este lugar pasamos todos y grabamos todos los temas acá, en este micrófono. Y ahora voy a grabar la canción en gira. Bonusinfo. Die Stars nehmen die verschiedenen Teile der Songs getrennt auf und alles wird später zusammengemischt. Una más, una más. Nummer 7. Viele Songs aus dieser Staffel sind angelehnt an Songs von bekannten Pop-Ikonen. Tenemos la oportunidad de inspirarnos en los artistas, pero también reversionar los temas y hacerlos nuestros. En el caso de Camila, compone una canción junto a Nati, inspirada en ABBA. Mi canción es una de estas canciones inspiradas en un artista. Es justo la canción que va por un lado de Beach Boys. Hay amor en el aire, acércate a mí, apuesta por lo que siento. Nummer 8. Am Anfang der Staffel nimmt Leon Violetta auf ein sehr außergewöhnliches Date. In einem Heißluftballon. Es buen tip, chicos, lleven a las novias, a los globos, a los tatuos. No sé si tanto igual, No, 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 bueno. Con seguridad, preparado todo, pero es una buena idea, es romántico. Nummer 9. 5, 6, 7, 8, Koffer. Für ein Hira mussten alle eine sehr außergewöhnliche Choreo lernen. Positiones, here we go. And 1, 2, 3, and 4, and 5, and 6, 7, 1, 2, 3, 4, and 5, and 6, and 7, pop. Como todas las coreografías de Sergio, es espectacular, original, con mucha onda. Nummer 10. Nach all den Jahren und den Tours, die die Stars zusammen gemacht haben, sind alle gute Freunde geworden. Qué elegancia, señores, qué clase es esta, señor. Somos muy amigas en la vida real, en la ficción, así que es un privilegio para Lodo grabar conmigo, ¿no? Nada, no entendió nada. Es un honor para ella estar en mi camarín. ¿Qué? Y compartir todas las escenas conmigo. Los queremos mucho y gracias. Nos vemos pronto, chao. Adiós. Das war's. Worauf freut ihr euch am meisten? It will always be